Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 14 A Realm Reborn. Heute mal wieder mit Cam. Und ja, Leute, wir stehen hier woanders als beim letzten Mal. Wir wollten ja nicht die Hauptquest weitermachen, aber wie ihr hier oben rechts in der Ecke seht, wir haben drei Briefe. Denn wir bekommen hier Schokomoppel-Schokolade und Mori-Kekse. Dann gibt es nochmal 10 Teleport-Tickets. Und ein Schokobokur-Reittier. Das ist nämlich momentan ein Event, was läuft. In Zusammenarbeit mit Twitch. Das heißt, wenn ihr einen Twitch-Account habt und dann auf Twitch für ein paar Stunden sind das. Ich glaube, das sind so 6 Stunden insgesamt. Ein Streamer guckt, der Final Fantasy 14 spielt, dann bekommt ihr Codes für diese Items, die ihr gerade gesehen habt. Das könnt ihr dann in der Mori-Station eingeben und ja, dann bekommt ihr ein paar Kekse, ein paar Teleport-Tickets und ein Schokoko-Reiftier. Das kann ich euch jetzt leider hier noch nicht zeigen, denn ich kann auch keine Reittiere berufen, aber ihr seht hier unten schon, es ist so süß. Es hat Herzchen um sich rum und ein kleines Schleifchen. Ja, wenn ihr das auch haben wollt, schaut bei Twitch vorbei und bei eurem Streamer eure Wahl, der Final Fantasy 14 streamt. Ja, das könnte ich sein, aber da ich ja gerade noch nicht streame, ja, ist das ein bisschen problematisch. Aber wer weiß, vielleicht streame ich ja, solange das Event noch läuft. Und dann könnt ihr das, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bei mir dann holen, dieses Mount. So, das packe ich mal hier rüber. Das will ich nämlich gar nicht benutzen. So Special-Gegenstände benutze ich eigentlich nie. Das gibt uns halt auch nur ein bisschen Frömmigkeit und so Werte, die eh nichts machen. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Was machen wir denn heute? Wir machen die Hauptquest weiter, ne? Wir müssen auch unsere Klassenquest machen. Wir wollten... Oh. Wir haben ja die Hauptquest. Okay, ich würde sagen, kleiner Moment, wir gehen in den Nordwald. Wir machen jetzt doch mal ganz kurz die Klassenquest und dann machen wir die Hauptquest weiter. Die möchte ich dann doch noch eben abschließen. Hier sind ja auch wieder Nebenquests. Die muss ich auch mal so nebenbei machen. Guck mal, es sind noch Level 5er und 6er Quests. Die hätte ich eigentlich schon voll ewig hingekonnt. Aber mal gucken. Wo sind die denn jetzt? Die sind im... die sind im Ostwald. Die sind überhaupt nicht hier. Das ist alles belassen. Okay, wir gehen mal eben so zurück. Und dann machen wir das. Stimmt, ich habe mir ja gar nicht den Ätherit da geholt, als ich da kurz war. Dieses speziell ein ganz kleines bisschen belassen. Oh, sorry Leute, falls ich heute so ein bisschen am Näseln bin. Meine Allergie kickt heute leider wieder ein bisschen rein. So, Herr Fährmann, ich möchte bitte einmal übergesetzt werden. Zum Honigblumenstich. Jo. Ich bin immer noch erstaunt, wie noch viel schöner dieses Spiel einfach ist seit dem Grafik-Update, ne? Allein diese Licht- und Schatten-Effekte sind so schön jetzt. Mag ich. Ich könnte einfach den ganzen Tag durch diesen Wald laufen. Ist auch schon ordentlich was los. Ziemlich viele neue Spieler. Wobei das auch klar ist, ne? Sind gerade halt immer noch fast alle Server dicht für neue Spieler. Da müssen die auch alle hier auf dem Server rumgammeln. Aber das ist ja auch ganz cool. Na komm. Zack. Ich dachte, der hat das irgendwo aufgehängt, wo es gefährlich ist. Nämlich angelogen. Ich meine, die Viecher hier sind alle überhaupt nicht aggro, außer die komischen Kappgeier. Oh, da sind Loris. Müssen wir auch noch töten für unser Bestiarium. Sind quasi stärkere Versionen von Oppo Oppos. Würde ich jetzt erst meinen Buff aktivieren und ihn angreifen.
Den Bogen braucht 2. Level up. Geloton. Früher, dieser Skill, den gibt es schon immer. Aber der hieß früher Schmissiger Song. Das fand ich viel geiler, den Namen, als Dingens hier. Peloton. Oder Peloton. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. Oh. Komm her, kleines Äffchen. So. Wo haben wir denn jetzt noch einen? Den muss ich noch. Da noch irgendwo eine Zielscheibe. Oh. Hm. Mysteriös. Und man guckt mal, der kann reiten. Der kann auch reiten. Die können alle reiten. Ich glaube, ich habe schon jetzt das Level zum Reiten. Ich glaube, ab Stufe 20 geht das. Aber dafür muss ich halt erstmal die Hauptquest soweit haben. So, fertig. Jetzt möchte ich aber noch den einen Lori haben. Lori. Hallo? Hä? Sind hier nur... Ah, da. Okay. Da hat jemand an sich schon weggekillt. So. Und tschüss. Okay, dann holen wir uns noch den Ätheriten. Dann kann ich nächstes Mal Yen teleportieren. Hier ist auch wieder so ein Mugri-Freund. Eilbriefe freischalten. Mache ich auch irgendwie so mal nebenbei. So, den Linien-Schokobo schalten wir noch frei. Und harmonisieren. Okay, dann erstatten wir doch mal unserem super freundlichen Kollegen hier Bericht. Mal gucken, was er davon hält. Ich meine, ja, der hat ja so groß getönt, dass er die irgendwo aufhängt, wo es total gefährlich und schwierig ist. Aber was sollen halt schon diese paar Äffchen und komischen Piepmatze gegen uns ausrichten, ne? Wir sind krass. Guckt euch mal an hier, wie wir jetzt aussehen. Nicht mehr so noobig wie am Anfang. Vermutlich fail ich dann gleich total und irgendwas tötet mich. Puzzlewehr. Ach nee, jetzt darf ich ja wieder mit Gott wieder synchronisieren, in Anführungsstrichen. Oh, sieh mal an. Du hast wohl die Zielscheiben zerschossen. Ganz ordentlich für eine Abenteurerin. Aber gerade mal das äußerste Minimum für Waldläufer. Die Geschichte der Bogenkunst ist lang und besitzt vielfältige Aspekte. Wir Erlschatten haben unsere Kunst in zahllosen Schlachten verfeinert. Meine Vorfahren waren es, die alle Strategien ausgearbeitet haben, wie man sich vor dem Blick des Feindes verbirgt und aus dem Hinterhalt angreift, wie man sich die Entfernung zunutze macht, eine Distanz hält, die den Gegner nicht zu überbrücken vermag. All das ist... Ach, was erzähle ich dir all das? Du kannst es nicht begreifen. Aber falls du tatsächlich willens bist, unsere Tradition zu folgen, dann beweise mir, wie ernst es dir mit deinem Entschluss ist. Kämpfe mit den Ixal. Wenn du auch nur ein bisschen Ahnung von der Geschichte Redanias hast, weißt du, was diese Teufel für uns bedeuten. Sie kampieren an einer bestimmten Stelle nahe Etats Wachturm im Nordwald. Warte dort, bis sie sich zeigen, aber gib dich nicht mit dem Fußvolk ab. Das Ziel ist nur der Anführer, Nesul Katlan, der Verwüster. Er wird von seinen Leuten geschützt werden. Behalte einen kühlen Kopf und sobald die Gelegenheit günstig ist, ergreif sie ohne Zögern. Siehst du, dass es hier dem Wesen nach um dasselbe geht wie bei den Zielscheiben? Ein bestimmtes Ziel, das du treffen musst, ohne selbst getroffen zu werden. Im Übrigen wirst du dabei merken, warum die Jagd niemals die wahre Bogenkunst sein kann. Schwächlichem Getier nachstellen kann jeder. Aber eine Unzahl überlegener Gegner ausschalten? Denk darüber nach. Erlege dir den Ixal-Anführer und ich werde dich als ernsthafte Bogenschützin anerkennen. Falls du es schaffst. Oh Mann, ey. Diese Stimmen sprechen, wenn man gerade so allergietechnisch unterwegs ist, ist echt ein bisschen belastend. Ja gut, wir müssen Ixal töten. Machen wir das? Ist noch dieselbe Quest? Das ist einfach noch dieselbe Quest! Ja, Typ, ey. Na gut, dann gehen wir mal zum Nordwald. Bing. So, wo ist das denn? Da oben. Dreh dich nicht um. Okay, mach ich nicht. Wir können uns die Quest hier auch lassen, falls ich dann... Ne, ich will ja noch eine zweite Klasse anfangen. Dann können wir die Quest dann das Level benutzen. So, aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh,
Haufentoffel kämpft hier. Na, was geht? Viel Glück. Oh, hier ist ein Instanzkampf. Und dann machen wir den mal eben. Das halt nach der einen Quest ist Schluss, aber irgendwie nicht, ne? Okay, go. So. Hallo? Ach da. Xalarmschnabel. Okay. So, machen wir euch mal alle weg. Toll, wie soll ich denn den einen nur töten, wenn hier die anderen ihn beschützen? Aber wir sind ja zum Glück schon ein bisschen höherstufiger. So. Tschüss. Jetzt dahin. Ach, wie viele Xal beschützen den denn? Ja, guck mal hier, ne? Das ist eine richtige kleine Armee Xal und wir machen die einfach alleine. Was haben die Gridania eigentlich für Probleme gegen die? Die sind ja voll easy hier, die können überhaupt nichts. Warum heißen die wohl die Alarmschnabel, weil die so lahm sind? So. Da vorne ist der Verwüster Nesulkatlan. Und man sieht hier, da, genau, hier fliegen diese gelben Linien, das heißt, die sind alle miteinander verknüpft und wenn wir einen davon pullen, pullen wir alle. Schon wieder diese verflixten Xal, zeigen wir es ihnen. Oh, wir kriegen irgend so einen Typen als Hilfe. Das finde ich aber nett. Nee, 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 mach mal nicht. Mach mal nicht. Okay, weg mit dir. Abstand halten, Wasserzauber in Anmarsch. Was? Wasserzauber? Achso, der hat Wasser gezaubert. Und so ein Xal-Magen hier. Okay. So. Jetzt bist du dran, mein Freund. Ich zieh gleich Aggro von dir, Junge. Du. Hat die einfach geheilt? Die hat gar keinen Dot drauf. Ich bin so dumm. Okay. Ja, guck mal hier, easy. Hätten wir auch bestimmt nicht alleine geschafft. Okay. Das war's. Müssen wir jetzt wieder. Ja, genau. Wir müssen jetzt einmal wieder zu Silver. Unsere Rückführung ist noch nicht ready. Heißt, wir teleportieren mal. Oh, das ist auch noch eine Nebenquest gewesen bei Mion. Mal angucken. Ach genau, warum ist ja das? Dann können wir ein bisschen schneller laufen. Selbe Mine. Ja. Eigentlich ganz nice. Susilver. Es ist wirklich unglaublich. Du hast allen Ernstes Nesulkatlan bezwungen und das bei all den Xal-Wachen. Wie kommst du nur zu so viel Glück, frage ich mich. Geradezu unverschämt viel Glück. Aber gut, ich werde mein Wort halten. Ich würde zwar nicht so weit gehen, dich nun anzuerkennen, aber sagen wir, es kümmert mich nicht, ob du in der Gilde bleibst oder nicht. Du kannst gehen, Lucian ist unten. Berichte deine Gildenmeisterin von dem Kampf. Dankeschön. Wie? Nicht schlecht, Lia. Du hast eine beachtliche Übermacht an Xal überlistet. Ich bin stolz auf dich. Aber Lucien, das ist keine Übung mehr. Sie ist doch nur eine Abenteurerin. Du kannst Silver nicht erlauben, sie als Spielfigur in unseren alten, verfahrenen Konflikten einzusetzen. Und Silver macht sich auch noch lustig über sie. Nach allem erkennt er sie immer noch nicht an. Jetzt sagt er, es sei nur Glück gewesen. Oh, bist du dir sicher? Aber er hat doch... Natürlich hat er gesagt, es sei Glück, aber er weiß, dass es weit mehr als das brauchte. Nur kann er seine Fehler nicht so ohne weiteres eingestehen. Das ist seine Art. Du hast nicht gesehen, wie verlegen er war. Er hat Lia anerkannt. Sei beruhigt.
Ihm ist wohl am wenigsten bewusst, dass er seine wahre Ansicht nicht verbergen kann. Auf jeden Fall hast du gute Arbeit geleistet, Lia. Du hast Lays und Silvers Lektionen erfolgreich in die Tat umgesetzt und bewiesen, wie vortrefflich du mit dem Bogen umgehen kannst. Da du die Grundlagen gemeistert hast, werde ich dich nun in eine ganz besondere Technik einweihen. Die sogenannte Mannstopper-Technik. Dein Schuss schleudert dich um 10 Jalme zurück. Also weg aus der Gefahrenzone. Das kann dir als Bogenschütze im entscheidenden Moment etwas Luft verschaffen. Über den Mannstopper im Kampf und du wirst sehen, dass ich nicht übertreibe. Dankeschön. Die ist jetzt zum Beispiel höher als unsere Rüstung, aber ich glaube, die ist trotzdem schlechter. Wir nehmen die hier dennoch mal. Können wir vergleichen, weil wir können nämlich dieses Anfänger-Equip ziemlich lange tragen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Kommando Mannstopper. Sehr nice. So. Ein neuer Bogen. Oh nein, der ist kein Langbogen mehr. So, und wir vergleichen jetzt mal. Ah, guck mal, der Neulingswaffenbock ist sogar eine Gegenstandsstufe höher. Und, ja, der macht hier 7 Verteidigung und Magieabwehr runter. Das ist nicht gut. So, nehmen wir doch mal das Neue hier noch an. Du kommst zur rechten Zeit, Lea. Ich habe eine Aufgabe für dich. Baskeron vom Gasthaus Baskerons Horst im Südwald hat sich mit einer Bitte an uns gewandt. Oh, Südwald waren wir auch noch nicht. Er sagte, er habe Wilderer in der Nähe seines Gasthauses gesehen und wäre dankbar, wenn wir ihm jemanden von den Waldläufern schicken könnten. Könnt ihr das übernehmen, ihr drei? Was? Drei? Lia, ich und der? Lass mich das allein erledigen, Lucien. Die beiden Anfänger sind mir nur ein Klotz am Bein. Nein, ihr geht zu dritt. Ende der Diskussion. Außerdem hast du ihr Talent doch selbst anerkannt. Ich habe es unterlassen, sie hochkant aus der Gilde rauszuwerfen. Das heißt aber nicht, dass ich sie in irgendeiner Weise anerkenne. Hey, bist du etwa hier der Gildenmeister? Bildest dir was drauf ein, dass du mal bei Novika Schar warst? Dabei bist du nicht mal mehr dabei. Dich erkenne ich auch nicht an. Und immerhin kann ich mein Land verteidigen, Mondkalb, anders als ihr primitiven Fallensteller. Oh, du Selbstgefälliger! Was weißt du schon über uns Mondstreuner? Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ich gehe jetzt in den Südwald. Ihr geht jetzt in den Südwald und seht bei Baskeron nach dem Rechten. Und zwar zu dritt. Verstanden? Okay, das wird bestimmt nicht stressig mit den beiden. So. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen nämlich jetzt zu mir und Sexenstübchen. Und dann werden wir eine Runde hier verduften. Aus dem Wald. Ja, noch gleich die Nebenquest da unten. Wobei, nee, die muss ich jetzt nicht annehmen. Ich gehe jetzt hier eh weg. Lumion! Wie schön, dich wiederzusehen, Lia. Hast du die älteste Saatseherin getroffen? Du hast unter 4 Augen mit ihr gesprochen? Und nun sollst du auch noch eine höchst vertrauliche Nachricht zu den Anführern der Allianz bringen? Das ist das Ergebnis deiner unermüdlichen Bemühungen um Gredania, Lia. Du hast dir Kanisennas Vertrauen redlich verdient. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Du bist ein guter Ersatz für die Krieger des Lichts. Das meine ich als Kompliment. Also, ich könnte mir keine geeignete Botin vorstellen als dich. Yay. Warum sagen wir jetzt nicht so, ja, so die Krieger des Lichts sind wir doch. Wobei, nee, unser Charakter ja eigentlich nicht, aber ja. Habe ich ja schon 3000 Mal erklärt. Aber genug davon. Du willst ja wissen, wie du an Bord eines Luftschiffs gelangst, richtig? Dass du einen Luftschiffpass bekommen hast, ist übrigens auch eine riesengroße Ehre. Jedenfalls kannst du jetzt deinen Horizont erweitern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde dir stark empfehlen, dass du die Gredania mal Gredania sein lässt und dich sofort auf den Weg machst. Da siehst du mal was wirklich Neues. Nim Salominsa wurde von Piraten gegründet und in Uldar wimmelt es von Händlern und reichen Leuten. Natürlich gibt noch viele reizvolle Gegenden da draußen. Leute, das ist ein Dialog aus 2.0 und das habt ihr noch nicht korrigiert hier? Square Enix, was ist da los? Auch wenn durch die Katastrophe viel zerstört wurde, manche finden sogar, es war ein guter Anlass, alles neu und noch schöner aufzubauen.
Es wird viel für dich zu entdecken geben, aber sei auf der Hut. So, wie wir hier in Redania unsere Probleme mit den Ixel haben, gibt es auch in den anderen Staaten Konflikte. Kann durchaus sein, dass du in verschiedenen Streitigkeiten hineingezogen wirst, aber nicht verzagen, du machst das schon. Selbst die Gridanier, die oft ein bisschen zu ernst sind, freuen sich inzwischen auf die Zukunft. 5 Jahre hat es nach der Katastrophe gedauert, aber jetzt herrscht endlich Aufbruchstimmung. Na, mach dir am besten selbst ein Bild von der Welt. Vielleicht wirst du ja in dieser aufregenden Zeit eine bedeutende Rolle spielen, wer weiß. Foreshadowing. So, dann wollen wir doch mal mit dem Luftschiff fliegen. Hi. Guten Tag, herzlich willkommen am Luftschifflandeplatz. Hier ist der Schalter für Linienluftschiffe. Oh, seid ihr nicht Lia Ehara, die persönliche Gesandte der ältesten Saatseherin? Der Haven Fluggesellschaft wird es eine Ehre sein, euch an euer Ziel zu bringen. Jo, machen wir. Wir düsen jetzt weg. Achso, warte mal. Hä? Moment, mit wem muss ich denn jetzt reden? Ich hin. Hier muss ich hin. Okay, ich habe mich nur etwas gewundert, dass der Typ noch das Symbol über dem Kopf hatte. Jetzt ist natürlich schon wieder dunkel. Ich mag solche Sachen viel lieber, wenn es hell ist. Aber naja. So lange warte ich jetzt. An Bord des Luftschiffs gehen. Ja. An alle Fluggäste, der Flug nach Limsa Lumensa ist nun zum Einsteigen bereit. Alle Passagiere mögen sich zum Landebereich begeben. Komm gut wieder zurück. Deine Taten werden einst überall besungen werden. Daran glaube ich ganz fest. Möge der Urkristall dich leiten. Ungerecht blieb, wie hier zerschellte, der Stolz unserer Luftflotte. Ein Schlag und der Silbertränensee wäre unser gewesen und Eosea untergab diese Herrschaft vereint. Wie konnte unsere Armada vor einer Schar Drachen in die Knie gehen? Hätten wir Midgard Sommer besiegt, ihren König, diese Ausgeburt der Hölle. Aber als er mit der Agrius zusammenprallte, rissen sie einander in den Tod. Das Ende eines glorreichen Feldzugs. Eosea, besessen von Götzen und von blinden Kräften entstellt,
Zweimal hast du dich unserer Herrschaft widersetzt. Kaum setzten wir unsere Angriffe für einen Augenblick aus, erheben sich auch schon die unfähigsten Wirrköpfe an die Macht. Mag das Projekt Meteor in der 7. Katastrophe geendet haben, an unseren Plänen ändert das nicht das Geringste. Lügen, Unwissen, Regellosigkeit. Diese Welt ist verdorben über alle Maßen. Irsea muss gerettet werden. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft. Zu einer neuen Ordnung. So wie es euer Wille ist, Legatus. Der diensthabende Ingenieur möge nach Ende der Wartungsarbeiten im Architektlabor Bericht erstatten. Du, was hat der Legatus eigentlich mit Eosea vor? Hast du doch vorhin gehört, Idiot. Es ist ein großer, komplexer Plan. Den verstehst du sowieso nicht. Erklär ihn mir doch mal. Ich meine, Cartenau ist 5 Jahre her. Und was hat Gaius seither unternommen? Nichts. Wir stehen hier rum und warten. Hast du irgendwelche Einwände gegen Legatus Gaius' Pläne? Tribunus Nero! Sag mir, Techniker, woher kommst du? Dalmasca, mein Tribunus. Alla l'amigo, Tribunus. Codename Hemingway? Ich... Dilettant. Das Frumentarium weiß alles. Wärst du so nett, das wegzumachen, Techniker? Jawohl. Wir werden schon sehen, wer von uns beiden mehr auf dem Kasten hat, Garland. So, und dann sind wir auch schon in Limsalominsa angekommen. Ja, die Zwischensequenz. Die Galea scheint irgendwas zu planen und wir haben gerade, den guten Nero kennengelernt. Durch die Sequenz. Oh, Mann. Ah, ihr müsst die Gesandte aus Credania sein. Willkommen in unserer schönen Stadt am Meer. Admiral Melvin Blüffis. Ne, Moment, wie spricht man die nochmal aus? Ich glaube, die heißt Blüffiswin. Er erwartet euch bereits. Jupp, verlassen. Mann, ich hätte euch Limsa gerne bei Tag gezeigt. Es ist einfach 22.40 Uhr. Naja, gut. Du bist die Botin aus Credania? Willkommen in Limsa Luminsa. Der Admiral wartet schon auf deinen Besuch. Nimm an, du willst gleich zu ihr? Dann nimm bitte den Krähenlift hier und fahr hinunter in die Bollwerkhalle. Sprich dort mit Sturmmat Santhel, damit er dich zur Admiralsbrücke zu Admiral Melvip vorlässt. Alles klar. Erdgeschoss. Jo. Du möchtest mit dem Lift zur Admiralsbrücke hochfahren? Dann musst du Lia Ehara sein. Hast du etwas, das deine Identität belegt? Ja, das da.
diesen Brief. Ja, das sieht echt aus. Ohne Zweifel kann er sein als Siegel. Du kannst weitergehen. Dankeschön. So, jetzt lernen wir Admiral Merwip kennen. Eintreten. Ich hätte nicht erwartet, dass die älteste Saatseherin eine Abenteurerin auswählen würde, die Interessen ihrer Nation zu vertreten. Das spricht für deine Fähigkeiten. Komm näher. Willkommen in Limsa Luminsa. Ich bin Admiral Merwip Bluefizzwin. Ich führe den Stadtstaat und die Flotte des Mahlstroms. Und worum geht es also? Ach komm, als ob das jetzt nicht weiter synchronisiert ist. Ja, Admiral Merwip. Sie ist von der Rasse her eine Rügadin oder Rügadin. Ich weiß gerade gar nicht, wie man es ausspricht offiziell. Und in 1.0 damals war das ziemlich besonders, weil sie quasi die einzige war, die eine weibliche Rügadin war. Ansonsten gab es keine anderen und man konnte die auch nicht selber spielen. Da gab es nämlich nur männliche. Und dafür gab es dann von den Mikotte nur weibliche. Eine Gedächtnisfeier, um den Gefallenen von Cardino zu ehren. Ist es also schon 5 Jahre her, die Zeit vergeht. Alles begann, als die Galea auf die Idee verfielen, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die drei Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Orseische Allianz aufs Neue. Aber mit Projekt Meteor hatten wir nicht gerechnet. Genau, das ist die Story von 1.0, da ging es um Projekt Meteor. Diese Irren. Wer außer den Galeanen könnte auf eine so absurde Idee verfallen, einen Mond auf Eosea zu schleudern, um diese Welt zu reinigen? Wir wollten den herabstürzenden Dalamut aufhalten und sammelten alle verfügbaren Kräfte auf der Cardinoer Heide. Dort stießen wir mit Nael van Danus, 7. Legion, zusammen, die legendäre Schlacht von Cardino. Nael war quasi der Antagonist aus 1.0. Wir kämpfen mit unvergleichlichem Mut. Meine Leute, die Leute der Allianz, auch Abenteurer wie du. Aber das brachte uns nicht die Rettung. Die Geschichte hörst du nicht zum ersten Mal, nehme ich an. Aber wer hätte so etwas jemals geglaubt, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Aus Dalamut brach der Prima e Bahamut hervor, wie der schwarze Tod, und legte alles in Schutt und Asche. Der 7. Legion erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein und ganze Landstriche standen in Flammen. Ich habe nie zuvor solche Verwüstung gesehen. Es war unbeschreiblich. Ich weiß nicht, mit welchen Zaubern es dazu ging, aber einige von uns überlebten. Ja, dank Luisa. Auf einmal, als ich schon nicht mehr gehofft hatte, lebendig aus dieser Hölle hervorzugehen, war ich in ein blendend helles Licht eingehüllt. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwellende Land war entstellt von dem... Entschuldigung, Leute. Lesen ist heute wieder mal sehr schwierig für mich. Und das schwelende Land war entstellt von dem Inferno. Wenn Louisoir, der Anführer der Exegeten, überlebt hätte, wüssten wir, was damals wirklich passierte. Doch er ist nicht mehr. Das Land hat gelitten, Lea Ehara. Wir hatten vor, alles neu aufzubauen, und nun werden auch noch die wilden Stämme und ihre Primae übermütig. Wir waren einfach zu beschäftigt, um sie in Schach zu halten. Jeder der Stadtstaaten hat mit großen Unbilden zu kämpfen, und wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, sind wir zu schwach für die großen Konfrontationen, die noch vor uns liegt. Eosea befindet sich im Krieg mit Galemalt. Was möglich ist und was unmöglich, das liegt letztendlich bei uns. Wie auch immer, wenn diese Gedenkfeier den Zusammenhalt in und zwischen den Stadtstaaten festigt, soll es so sein. Bring Kanesena die folgende Botschaft. Limsa Luminsa wird eine solche Feier abhalten, bei der du auch eine Funktion übernehmen sollst, da du nun schon als Botin ausersehen wurdest.
Oder nein, ich werde keine Sender durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen. Du hast ja schließlich ein weiteres Ziel, nehme ich an, Ulda? Dann bestelle Raubern meine besten Grüße und sag ihm, dass sich vor kurzem ein struppiger Wolf in unsere Gegend verirrt hat und ich gerne wüsste, was Raubern an meiner Stelle gegen das Geheul unternehmen würde. Merk dir das genau in diesem Wortlaut. Ich verlasse mich auf dich. Mir scheint, Kani hat mir dir die richtige Wahl getroffen. Ja, nein. So. Und wir müssen schon wieder zum Luftschiff-Landeplatz. Und hier wegdüsen, aber ich hole mir natürlich erst noch den Ätheriten. Und hier ist auch ganz schön was los. Denn, ja, Limsa Luminsa ist in Final Fantasy XIV quasi so, dass, ja, man sieht es. So ein bisschen das Hub für alle Spieler, weil man hier direkt neben dem Ätheriten zum Beispiel die Märkte hat und sowas alles. Also ja, hier trifft sich quasi ganz Final Fantasy XIV immer. Also hier ist immer am meisten los von den Städten. So, der Ätherit gehört uns. Ja, jetzt können wir hier in der Stadt dann auch wieder die ganzen Ätheriten sammeln, damit wir in der Stadt hin und her teleportieren können. Hier sind auch Level 1 Quests, weil wir hätten ja auch in Limsa starten können und dann hätten wir einfach hier die Quests alle gemacht. Hier ist die Hermetiker-Gilde. Hermetiker kam mit 2.0 dazu, nachdem das Spiel neu gemacht wurde. Da habe ich dann auch direkt mit Hermetiker gestartet, um das auszuprobieren. Man kann hier der Fischer-Gilde beitreten oder hat hier auf den oberen Decks die Marodeurs-Gilde im Korallenturm. Die war, glaube ich, in 1.0 war die, glaube ich, hier unten, ne? Hier bei dem Schiff war die vorher. Und ja, hier sind auch noch alle möglichen Handwerke. Hier ist noch der Gourmet, ist hier zum Beispiel, oder die Plattner- und Grobschmidt-Gilde. Und ja, gibt es einiges zu entdecken. Das machen wir aber auch wieder ein anderes Mal. Denn ich würde sagen, wir erledigen weiter unsere Mission. Und werden dann beim nächsten Mal nach Uldar reisen und gucken, was es da so gibt. Ja, schon mal da hinfahren. Beziehungsweise, bevor ich das mache, das zeige ich euch nochmal kurz. Etwas, was ich schon immer in Final Fantasy quasi haben wollte. Und niemals bekommen werde. Ach Moment, ich bin ja auch blöd. Ich kann ja noch gar nicht hier rumporten. Okay, dann müssen wir mal zu Fuß gehen. Ist auch ganz gut, dass ich hier dann noch nicht wegfliege. Dann kann ich nämlich jetzt zwischen den Aufnahmen auch hier in der Stadt mal eben alle Ätheriten holen. Dann können wir beim nächsten Mal hier rumteleportieren. Ist dann so ein bisschen einfacher. So. Ja, hier ist die Abenteurergilde. Hätten wir jetzt hier gestartet, hätten wir nicht mit Mion zu tun gehabt, sondern mit dem guten Baderon. So, das war ja quasi dann, was mein Main-Charakter gemacht hat. Da bin ich ja hier in Limsa gestartet. So, ich hole mir eben mal hier den Achterburg-Teleporter. Den möchte ich unbedingt haben, weil den benutze ich eigentlich immer relativ häufig. So, aber wo ich eigentlich hin möchte, ist da oben. Meine Güte. Ich bin weit hier. Ich hab doch hier das komische Waffding hier. Na, laufen. So, dann nehmen wir jetzt noch den Ätheriten hier an der Gourmet-Gilde mit. So, hier ist das Restaurant Bismarck. So. Aber wo ich eigentlich hin möchte. Ist nämlich hier. Bei der Marodeurgilde. Korallenturm. Denn man sieht es schon. Wie gesagt, die Marodeurgilde war früher unten beim großen Schiff. Und die sitzt hier. Da sieht man diesen doppelten Äxten. Aber hier ist noch eine andere Gilde. Mit gekreuzten Pistolen. Denn hier befindet sich außerdem
könnte... Ach Mann, ich dachte, die sind hier am Trainieren, aber die sind hier nur am... Die sind hier am Trainieren, aber nicht die, die ich dachte. Okay. Das war jetzt natürlich Fail. Ja, aber welche Gilde sich hier außerdem befindet, ist die Gilde der Musketiere. Die mit Pistolen kämpfen. Melville zum Beispiel hat diese Klasse. Und da oben ist auch der Gildenmeister von denen, der Rainer. Und diese Klasse wollte ich immer spielen. Seit 1.0. Und die sollte auch ursprünglich kommen. Also in 1.0 war halt angekündigt, dass eben Hermetika, hier hinten Hermetika kommt und Musketier. Aber als dann 2.0 kam, gab es nur Hermetika und kein Musketier. Und ich habe immer gehofft, dass wir eventuell irgendwann Musketier bekommen. Wir haben dann mit Heavensward den Maschinisten bekommen, der mit einer großen Pistole quasi kämpft. Und ja, es wurde dann doch schnell klar, dass die Musketierklasse gecancelt wurde und wir die niemals bekommen werden. Und das finde ich immer noch sehr schade. Diese Klasse wollte ich unbedingt damals spielen in 1.0. Und ich habe sie bis heute, 13 Jahre später, 14 Jahre später, nie bekommen. Ja, das wollte ich euch mal eben zeigen und erzählen. Ja, ja, meine Musketierklasse. Ich weine eben noch hinterher. Mittlerweile hätte ich tatsächlich gerne eine Klasse, die Armbrust benutzt. Das fände ich noch ziemlich cool. Das gibt es nämlich auch noch nicht. Das fände ich noch ganz geil. Hier ist der gute Bango Zango. Das wäre auch ein, wichtiger NPC in 1.0. Bei dem habe ich immer Freibriefe gemacht in 1.0. So, jetzt aber. Ich meine, das war jetzt vielleicht für manche nicht ganz so interessant, dass ich jetzt da extra hingelaufen bin und das erzählt habe mit dem Musketier. Aber ich finde diese kleinen Side-Infos immer ganz cool zu erwähnen. Liebe ja Fun-Facts. Nee, wir wollen dahin. So, dann sind wir jetzt wieder beim Luftschifflandeplatz. Und ich würde sagen, wir reisen dann beim nächsten Mal in die Wüstenstadt Ulda. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.